Mit der richtigen Behandlung sind Sie auch bei einem Kreuzbandbruch schnell wieder auf den Beinen. Bei jungen Menschen ist in der Regel ein Hochrasanzunfall die Ursache. Das bedeutet, das könnte zum Beispiel ein Sturz aus sehr großer Höhe sein oder etwa ein Motorradunfall. Bei alten Menschen reicht manchmal ein banaler Stolpersturz. Manche Patienten entwickeln auch einen Bruch, ohne dass sie sich überhaupt an eine Ursache erinnern können. Das Kardinalsymptom, also das vordringlichste, ist der Schmerz. Und der Schmerz tritt eben vor allem dann auf, wenn sich die Patienten belasten müssen. Also das ist zum Beispiel der Fall beim Aufstehen aus dem Bett. Und dann treten diese Schmerzen auf. In Ruhe sind die häufig ganz wenig ausgeprägt. Da muss man nochmal differenzieren. Beim jungen Patienten muss man einen Kreuzbeinbruch praktisch immer operieren, um die Stabilität wiederherzustellen. Beim alten Menschen, wo der Bruch jetzt aufgrund eines banalen Traumas eingetreten ist, hängt es sehr davon ab, wie stark die Instabilität ausgeprägt ist. Leichtere Brüche werden da konservativ behandelt, also durch Schmerzmittel, durch Physiotherapie, manchmal auch durch Wärme. Höhergradige Frakturen müssen operiert werden oder sollten operiert werden, um zu ermöglichen, dass die Patienten zügig wieder mobil werden, also nicht im Bett liegen müssen, sondern wieder aufstehen können. Und dann setzen wir in der Regel minimalinvasive Operationen ein, bei denen kleine Schrauben eingebracht werden, die diese Stabilität wiederherstellen können.